So, hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Kanalvorstellung / Bewertung von Hype770. Ich bin euer MC Shithead 1977 und heute nehmen wir uns den Kanal von Breakly 2 vor. Der gute Breakly 2 hat gefragt, ob wir ihn vorstellen, und hier ist ein Video. Ich hoffe, es gefällt dir. Und wir fangen direkt mit dem Rundown an. Der Name ist Lee. Kanalaufrufe hat er 918, 1629 Upload-Aufrufe, er ist 17 Jahre alt, Beitritt 8.11.2010, wir sind da 2011, okay, Entschuldigung für meine Dummheit, Beitritt 8.11.2010, Abonnenten hat er 8. Verdammt wenig. Wenn man bedenkt, dass er eigentlich doch ein recht guter Let's Player ist. Na ja, gut. Aktuelle Projekte World of Warcraft und Meat Boy. Leider im Moment pausiert Paper Mario, durch technische Schwierigkeiten leider nicht richtig aufnehmbar. Sorry, Leute. Jo, das kenne ich. Das geht mir bei meinem LP-Kanal mit Star Wars genauso. Ja. Aber ich finde ja mit Meat Boy, Super Meat Boy hat er auf jeden Fall, Meat Boy. Gibt es da einen Unterschied zwischen Meat Boy und Super Meat Boy? Na, ich weiß es nicht. Ich bin ganz schön unwissend. Naja, gut, okay. Zu seinen kommenden Projekten zählt Paper Mario 2, Donkey Kong Country 1, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3. Verdammt geil, muss ich hier jetzt mal ganz ehrlich sagen. Donkey Kong Country oder Donkey Kong Spiele, das sind Spiele, mit denen ich auch damals auf dem Super Nintendo groß geworden bin. Und das gefällt mir sehr gut. Es würde mich freuen, wenn du das bald starten würdest. Legend of Zelda Twilight Princess, muss man nicht drüber reden. Der Hammer. Und hier hat er nochmal Meat Boy stehen. Das hat er bestimmt nur vergessen wegzumachen. Dann hat er hier noch eine kleine Sache geschrieben, was ungern auf dem Kanal gesehen wird, sind Beleidigungen, Spam, Werbung, etc. Sub for Sub. Kann ich verstehen, das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so, dass es da ungern gesehen ist. Bei mir genauso, wie bei allen anderen auch, mit denen ich zu tun habe. Gut, hier hat er dann noch halt ein bisschen was zu sich geschrieben, das will ich jetzt nicht alles vorlesen, auch wenn ich sagen muss, dass es auch sehr gut geschrieben ist. Naja, so, kommen wir zum Äußeren von dem Kanal, finde ich an sich wirklich sehr geil. Es geht bis nach unten und der Farbhintergrund ist halt auch angepasst an den Hintergrund hier, also das finde ich schon recht cool gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist echt cool, das gefällt mir. Der Rest von dem Kanal passt auch dazu. Vielleicht würde ich dann halt dieses türkise Hintergrund noch vielleicht in einem hellblau machen und die Transparenz ein bisschen nach oben machen. Das würde dann vielleicht noch ein bisschen besser aussehen, dann würde auch der Hintergrund ein bisschen mehr zum Vorschein kommen. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Kommen wir zu seinen Videos, zu seinen Folgen. Er lädt unregelmäßig hoch, so wie ich das hier sehe. So, er hat auch noch nicht so viele Videos. Aber vor 3 Monaten, vor einem Monat. Hier hat er eine längere Pause zwischen gehabt. Ja, das geht jetzt hier eigentlich. Hier war dann auch wieder eine längere Pause zwischen. Und gestern hat er da noch Let's Play Meat Boy hochgeladen. Naja, gut, okay. Vielleicht geht er geht die Sache ja, wie gesagt, noch ein bisschen locker an. Ist aber nicht so schlimm, wie ich finde. Er tastet sich ja jetzt noch langsam ran. Und ja, bei den wenigen Abonnenten, da muss er sich jetzt auch noch nicht wirklich so extrem reinhängen, wie ich finde. Das Komische finde ich wirklich, dass hier Abonnenten 8 steht, aber hier bei Abonnenten nur 7. Das ist irgendwie echt seltsam. Naja, gut, an sich wirklich ein Kanal, der mir sehr gut gefällt. Das Projekt Meat Boy, Super Meat Boy, wenn du da einen Unterschied weißt, kannst du das ja auch mal unter die Kanalkommentare von dem Video hier schreiben. Würde mich mal echt interessieren, ob es da einen Unterschied gibt. Ob es ein Unterschied ist zwischen Meat Boy und Super Meat Boy. Aber ansonsten ein wirklich guter Kanal.
Arbeite noch ein bisschen an deinem Kommentarstil, dass du ein bisschen sicherer wirst und so, aber sonst ist wirklich alles perfekt. Es gefällt mir wirklich sehr gut und ich glaube, wenn du so weitermachst, dann werden wir uns in einem halben Jahr widersprechen und dann bist du dabei, die 200er Marke zu knacken. Müsstest halt dann vielleicht auch nochmal anfangen, ein bisschen mehr hochzuladen, aber das hat ja auch wahrscheinlich immer andere Gründe, warum das im Moment nicht geht. Aber wie gesagt, ich werde dich persönlich im Auge behalten unter Hype, weil mich deine Entwicklung echt interessiert, wie du dich ja machen wirst. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja dann in einem halben Jahr wieder und dann hast du schon viel mehr Abonnenten auf deiner Liste stehen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und gut, das war's dann mit der Kanalbewertung und Vorstellung von Breakly 2. Ich bin MC Shithead 1977. Ihr habt Hype 77 0 gehört. Und wir hören uns und sehen uns dann einfach bei der nächsten Kanalbewertung oder Vorstellung wieder. Also bis dann, liebe Leute. Macht's gut.